7 Uhr die Glocken läuten hier in Pontresina. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, ich werde gleich abgeholt, dann geht's nach Morteratsch und von da aus gehen wir auf den Benia Pass, dann Alp Grün, Cavaglia und Ziel der heutigen Tagesetappe ist Poschiavo. Bin gespannt, das wird glaube ich wieder eine sehr anstrengende, schöne Wanderung. Gestern war es ja ein bisschen so lala und heute das volle Programm mit einem schönen Pass und hoffentlich schöne Bergpanoramen. Das Wetter spielt soweit mit. Nachher soll es regnen. Egal, wir haben ja gute Klamotten dabei. Also viel Spaß beim Anschauen des Videos. Bis dann. Ja, ja.
Schaut euch das mal an. Wahnsinn, oder? Wie in einer Postkarte hier. Krass. Und das Wetter spielt mit. Grandios. Da hinten sind die Säumer. Da, die tränken gerade die Tiere. Ich bin ein bisschen vorgelaufen, gleich für das Video. Für ein Bad im Wasser ist keine Zeit, leider. Ich würde da so gerne reinspringen. Machen wir nächstes Mal. Dann warte ich jetzt mal, bis die vorbeikommen und dann machen wir ein paar Fotos und ein kurzes Video. Ihr lieben Wanderfreunde, ich melde mich mal wieder. Hinter mir ist der Säumerzug. Ich wollte euch mal das Panorama zeigen. Hier hat es noch oben ein bisschen Schnee. Die Gipfel sind so um die 3400 Meter. Schon ordentliche Höhe. Und wir marschieren Schritt für Schritt Richtung Poschiavo. Ich
Schaut euch mal diese Landschaft an. Das ist übrigens der Weißsee. An manchen Tagen ist er noch viel türkiser als heute. Aber das ist schon grandios. Wir machen gleich Pause. Alles aufsaugen, was geht. Vorletzter Tag heute. Morgen noch ein Tag. Und dann geht es leider schon wieder zurück. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich bin auf dem Ort aufgewachsen wie ich ursprünglich. Ja. Der Andi ist von Haus im Alpes. Ja.
So, die Pause ist vorbei. Wir ziehen weiter Richtung Alpgrün. Für mich gab es heute Salat, dazu Nudeln mit Tomatensauce und Käse und ein Riesenglas lecker kühles Radler. Mega. Und schaut mal. Es regnet ein bisschen jetzt. Ein paar Wolken sind da. Und gleich kommt wieder die Sonne raus, so wie das aussieht. Kleine Erfrischung von oben. Auch mal schön.
Hallo. Thank you.
16 Uhr, ihr lieben Wanderfreunde. Wir waren gerade Alp Grüm. Ist ein wunderschönes Bahnhofshotel. Wer die Möglichkeit hat, sollte da echt einmal Halt machen oder sogar übernachten. Ich habe das einmal gemacht. Ein Artikel über das Hotel findet ihr im Blog. Und jetzt geht es runter nach Cavaglia. Cavaglia ist bekannt für die Gletschermühlen. Da war ich auch schon einmal. Auch dazu findet ihr einen Artikel im Blog. Aber um das geht es ja nicht. Wir machen gleich Pause in Cavaglia. Und dann geht es auch gleich wieder weiter nach Bosciavo zum Etappenziel. Bisschen kühl jetzt hier durch den Wald, ganz nett. Die Sonne ist wieder rausgekommen, es hat geregnet, aber auch nur so eine halbe Stunde. Also bis gleich, Freunde. Okay.
Percorsi qua in piazza ad accogliere la storia, la tradizione che noi Poschiavini o i nostri antenati. Ihr lieben Wanderfreunde, ich mache es ein bisschen kurz heute, weil ich bin sowas von kaputt. Wir haben jetzt gleich 8 Uhr, um 8:45 ist dann auch schon wieder Essen angesagt, Abendessen. Wir sind in Poschiavo angekommen. Total netter Empfang, richtig herzlich. Die Leute haben sich gefreut, dass wir angekommen sind, gejubelt. Die Strecke an sich war auch super. Es gab Seen, tolle Bergpanoramen. Bis Alp Grün ging es leicht immer hoch und dann runter. 2, 3, 4 Stunden ging es nur runter. Und wir sind alle echt geschafft. Die Säumer, die Mitwanderer, die Tiere sowieso. Tolle Strecke, kann ich echt nur empfehlen, das mal zu machen. Mein Fazit folgt natürlich morgen, weil wir haben ja noch einen Tag. Und jetzt genieße ich die Dusche und euch danke ich, dass ihr so lange ausgehalten habt. Das waren, glaube ich, 40 Minuten zum Gucken. Aber ich wollte, dass ihr von Anfang an dabei seid, die Wanderung miterlebt. Es wird noch einen Zusammenschnitt geben von der ganzen Tour. Das wird dann kürzer sein, ist logisch. Aber so seid ihr bei jeder Etappe live dabei. Okay, ich gehe jetzt essen und dann ins Bett. Tschüss. Thank you.
Gesellschaft.